Der erste Schritt ist, irgendwann mal Ende dieses Jahres kommen wir an den Punkt, wo die Krise anfängt, wo mehr Banken Verluste schreiben als Gewinne. Sie werden es nicht ausweisen, sie werden es noch verbergen, aber sie werden in ihrer Risikotragfähigkeit eingeschränkt sein. Und wenn wir Pech haben, die beginnende Rezession zuschlägt, kann es auch ein paar Wochen früher passieren. Dann kommt eine deflationäre Phase, die geht ungefähr bis zum ersten Quartal 2022 und die setzt sich aus drei Schritten zusammen. Erstens die Zombie-Pleitenspirale, dann die ersten Bankpleiten und dann die Bankenpleitenwelle, voraussichtlich Ende 2021. Es ist sehr schwer, genau vorherzusagen, wie lange die einzelnen Phasen dauern und wann sie genau anfangen. Deswegen haben die alle so einen Fehlerbalken. Diese Pfeile rechts und links von jedem Balken, das ist, wenn Sie so wollen, der Pi mal Daumen Schätzfehler, weil ich glaube, ich weiß es auch nicht genau. Ja? Aber so ungefähr ist die Mechanik. Dann kommt die Bankenrettung durch die Staaten der Eurozone. Die fängt an, wenn die ersten kippen und wird sich dann in vollem Umfang erst entfalten gegen Q4 2021, weil dann erst der Punkt kommt, wo so viele Banken gekippt sind, dass die Politik merkt, dass sie sie nicht alle retten kann. Am Anfang, die ersten Banken, die kippen, die werden noch gerettet durch Steuerzahlergeld, ihr Geld. Und wenn es dann mal so eine gewisse Welle wird und die Regierungen merken, dass das ihnen über den Kopf wächst, dann müssen sie switchen. Dann werden sie vom Steuerzahler, von der steuerzahlerfinanzierten Rettung zur Notenbankpressefinanzierten Rettung übergehen. Das dürfte etwa im Q4 2021 eintreten. Zumindest dann, wenn die Dynamik zwischen Zombie-Pleiten und Bankenpleiten sich so entfaltet, wie ich es abgeschätzt habe. Aber da liegen viele Unsicherheiten drin, das muss ich zugeben, in dieser Wechselwirkung, wie schnell sich das entfaltet. Ob das kann in Wochen gehen, das kann aber auch über 2-3 Jahre sich hinziehen. Es gibt keine Erfahrungswerte, wir haben keine Datenpunkte. Das Einzige, was wir sagen können, ist, wenn es erst mal in Gang kommt, ist es nicht zu stoppen. Aber wie schnell sich die Spirale dreht, ist sehr schwer zu sagen. Dann kommt die Bankenrettung durch das EZB-Geld und deswegen führt das dann, wenn die auf den Höhepunkt kommt, dann setzt hier irgendwann Anfang 2022 die Inflation ein. Und die wird ungefähr ein Jahr dauern und dann sind alle Nominalvermögen weg. Wenn alle Nominalvermögen weg sind, steigen allerdings wieder die Werte von Aktien und Immobilien an, weil die Inflation wird natürlich diese Werte wieder befeuern, auch von Gold. Und deswegen kommt noch eine dritte Enteignungsphase, damit Sie sich ja nicht wohlfühlen und zurücklehnen können in der Phase, wenn Sie glauben, dass Sie es überstanden haben, nämlich der Euro wird auseinanderbrechen. Der Euro kann dieses Szenario nicht überleben. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter währungstechnisch? Dann wird es wieder nationale Währungen geben, aber die nationalen Notenbanken werden pleite sein. Ist alles verpulvert. Wenn wir Glück haben, dann wird die Bundesbank sich nicht dazu haben, hinreißen lassen, ihre Goldreserven für die Rettung von irgendwas, was nicht zu retten ist, zu verschleudern, sondern wird noch drauf sitzen. Dann kann die Bundesbank mit diesen Goldreserven eine goldgedeckte Währung machen und wir sind fein raus. Die Italiener wissen jedenfalls genau, dass sie ihr Gold nicht verschleudern wollen, denn sonst hätten sie es schon längst als Sicherheit für Tage 2 zur Verfügung stellen müssen. Die haben ja auch 2200 Tonnen. Die Bundesbank hat 3200 Tonnen. Das reicht aus, in dieser Krise oder nach dieser Krise, um eine neue Währung zu etablieren. Wenn Sie es aber verbrannt haben sollten, dann müssen Sie diese neue Währung wieder decken. Das geht nur, indem Sie dann die ganzen Immobilien mit einer Zwangsanleihe belegen. 10%, 20% des Wertes, irgendwie sowas in der Art. Das heißt also, was dann noch da ist, wird besteuert, damit eine neue Währung geschaffen werden kann, weil ohne Währung ist auch schwierig. Das heißt, wir haben drei Phasen der Enteignung. Erst sind die in der deflationären Phase sind Aktien und Immobilien dran, in der inflationären Phase alle Nominalvermögen und dann in der Enteignungsphase danach sind nochmal die Realvermögen dran. Das ist ein blödes Szenario, aber wir haben eine Chance, daraus was zu machen. Nämlich das. Ich glaube, wenn Sie sich die Art der politischen Debatte in diesem Land anschauen, und wofür in diesem Land Geld ausgegeben wird und was in diesem Land anscheinend wichtig ist, dass es allerhöchste Zeit ist, dieses Fieber zu kurieren. Und das kriegen wir leider nicht hin, dieses Fieber zu kurieren, ohne dass wir die Leute aus ihrem wohlstandsverwahrlosten Tiefschlaf infantiler Natur aufwecken. Das ist leider so. Manchmal brauchen Völker so einen Ruck und die Deutschen brauchen es halt besonders heftig. Das ist in der Geschichte leider immer so gewesen. Wenn wir diese Krise begreifen als eine Chance, den Kopf frei zu kriegen und den Kopf zu waschen, nicht eine Gehirnwäsche, die Gehirnwäsche, die kriegen wir gerade jetzt. Ich rede von Kopf frei kriegen. Wenn wir das schaffen, dann können wir in diesem Land eine richtige freiheitliche Republik mit einer ordentlichen Marktwirtschaft wieder etablieren, wie wir sie schon mal hatten. Und dann
kommen wir innerhalb von 2-3 Jahren aus dieser Krise wieder raus? Und werden wir 2030 wohlhabender sein als heute, wesentlich wohlhabender sein als heute? Aber dazu müssen wir diese Weichenstellung als solche begreifen, denn die Sozialisten in diesem Land, das kann ich Ihnen sagen, die warten auch auf diese Weichenstellung. Denen ist auch klar, dass es hier auf einen Nadir zuläuft. Und die bereiten sich darauf vor, dann zu sagen, ja, seht ihr, die böse Marktwirtschaft, der böse Kapitalismus, der böse Kapitalist, der Unternehmer, der Gierbanker, die sind alle dran schuld, dass ihr jetzt arbeitslos seid. Das wird das Narrativ sein. Das hat man uns auch schon 2007, 2008 erzählt, das war übrigens gelogen. 2007, 2008 war kein Marktversagen, sondern die Folge von Eingriffen staatlicher Seite in den Markt. Wie hat man das gemacht? In den 90er Jahren gab es den Clinton Community Reinvestment Act. Hat bestimmt auch hier noch ganz wenige Leute gehört. Der Clinton Community Reinvestment Act hat die Banken gezwungen, in Amerika Kredite an nicht kreditwürdige Häuslebauer auszureichen in gewissem Umfang. Das bedeutet, das ist eigentlich ein verbrecherisches Gesetz. Und zwar erstens, weil man die Banken dazu zwingt, Kredite zu vergeben, obwohl sie wissen mussten, dass es nicht zurückgezahlt wird, seine Veruntreuung von Aktionärsgeld. Und weil man diesen Menschen einen Kredit aufgenötigt hat, in ihrer Unwissenheit, von dem klar war, dass er diese Menschen, weil sie nicht zurückzahlen würden, in den Ruin treiben wird. Das Asozialste an dem ganzen Konstrukt überhaupt. Das heißt also, man hat ein Gesetz erlassen, scheinbar sozial, moralisch. Moralisch ist ja sowieso das Allergrößte für die Linken. In Wahrheit ein Gesetz, das allen betroffenen Parteien den Weg in den Untergang geebnet hat. So, dann hat man die Zinsen gesenkt und gesenkt und gesenkt, insbesondere nach 9-11. Jede große Krise hat man zum Anlass genommen, die Zinsen zu senken und zu sagen, geht einkaufen, Leute. Geht einkaufen. Schafft Nachfrage. Der keynesianische Fetisch der Nachfrage. Und das hat dazu geführt, dass es zur Immobilienpreisblase in den USA kam. Und die Nachfrage nach Immobilien stieg immer weiter. Und weil sie die Kapazität der Hypothekenbanken überstiegen hat, hat man die Verbriefung erfunden. Die Verbriefung, meine Damen und Herren, hätte niemals diese umfassende Gewalt entwickelt, die zu dieser riesigen globalen Krise geführt hätte, wenn nicht durch zwei staatliche Eingriffe dafür gesorgt worden wäre, dass es passiert. Erstens hat man die halbstaatlichen Institute Fannie Mae und Freddie Mac, auch bekannt als Fannie Mae und Freaky Mac, gezwungen, diese Verbriefungen im Umfang von Hunderten von Milliarden aufzukaufen, damit der Markt liquide wird. Das war eine Voraussetzung dafür, dass man die ganze Welt damit verseuchen konnte. Ein Markt muss liquide sein, dass alle denken, kann ich jederzeit kaufen und verkaufen. Also das hat man künstlich durch einen Staatseingriff hat man diese Liquidität hergestellt. Dann ist man hergegangen und gesagt, ja, die Dinger brauchen ein Rating, aber dafür haben wir unsere Ratingagenturen und die SEC, die amerikanische Wertpapieraufsicht, hat dafür gesorgt, dass die Ratingagenturen in einem Monopol agieren konnten. Es war ein Monopol, es war kein Oligopol. Es gab zwar drei, aber zwei von denen hatten 92% Weltmarktanteil und die zwei haben den gleichen Leuten gehört und übrigens bis heute. Dafür hat die SEC gesorgt, dass es niemals Wettbewerb gab und dass das Modell so gestrickt war, dass die Ratingagenturen sich ramdösig daran verdient haben, diesen Papieren AAA-Ratings zu geben. Ein Interessenkonflikt erster Güte, der nicht vom Markt erzeugt wurde, sondern durch den staatlichen Eingriff erzeugt wurde. Als die Kiste dann überbrodelte, hat man sich gefragt, wo deponieren wir denn den Toxic Waste und hat zwei staatliche Institutionen gefunden, die wiederum Liquidität in den Markt gebracht haben und damit aber die Bankensysteme ihrer Heimatländer verseucht haben. Das eine waren die arabischen Staatsfonds und das andere waren die Landesbanken. Ich habe damals in New York Investmentbanker beraten, die haben zu mir gesagt, wenn wir den letzten Müll irgendwo abladen wollen und den nirgendwo loskriegen, dann rufe ich eine Landesbank an. Das war kein Scherz. Das hat auch dazu geführt, dass wir entsprechend mit Steuerzahlermitteln 2008 die Landesbanken retten mussten. Staatliche Institute, keine marktwirtschaftlichen Institute, meine Damen und Herren, staatlich. Und die Sparkassen, die im Kommunalbesitz waren und diesen Dreck nicht mitgespielt haben, die haben dann auch noch geblutet. Ja, der Teil des Bankensystems, der, obwohl er quasi mehr oder minder staatlich ist, aber wenigstens auf kommunaler Ebene, der noch halbwegs funktioniert hat, den hat man mit dieser Sache auch geschwächt bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit.